Mit einer digitalen Währung will Facebook den weltweiten Zahlungsverkehr umkrempeln. Bezahlen und Überweisen soll mit der Kryptowährung Libra vor allem für Menschen einfacher werden, die keine Bankkonten haben. Doch die Skepsis ist groß. So warnt Finanzminister Scholz, die Herausgabe einer Währung gehöre nicht in die Hände eines Privatunternehmens. Und auch die Mitglieder des US-Senats zeigten sich kritisch. Der Austausch von Geldnoten könnte bald der Vergangenheit angehören, geht es nach Facebook. Die Alternative, die digitale Währung Libra, die der Internetkonzern schon nächstes Jahr auf den Markt bringen will. Doch in der Politik und bei Banken stößt das Projekt auf Kritik. Der zuständige Facebook-Manager muss deshalb vor dem US-Senat Rede und Antwort stehen. Er will beruhigen. Wir werden uns die Zeit nehmen, das richtig hinzubekommen. Wir werden Libra erst anbieten, wenn wir alle Bedenken der Regulierungsbehörden ausgeräumt und die Genehmigungen erhalten haben. So soll es funktionieren. Der Nutzer zahlt Geld in seiner eigenen Währung in eine Art digitale Brieftasche ein. Dort wird es in Libra getauscht. Überall auf der Welt soll man damit bezahlen und überweisen können, so einfach wie das Verschicken von Kurznachrichten. Neben Facebook wollen auch weitere Unternehmen bei Libra mitmachen. Die Risiken, die US-Finanzminister Mnuchin sieht, digitale Währung als Einfallstor für Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Ob es Banken oder nicht Banken sind, sie alle unterliegen den gleichen Vorschriften. Wir werden sie zur Rechenschaft ziehen. Sie müssen uns von sehr hohen Standards überzeugen, bevor wir sie im US-Finanzsystem zulassen. Im Kongress geht es für Facebook darum, Vertrauen zurückzugewinnen nach den jüngsten Skandalen um Datenmissbrauch.